Als Online-Trader benötigen Sie einen Broker, der besonderen Schutz und umfassendes Training bietet. Active Trades, Ihr neuer globaler Partner im Online-Trading. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Forex-Markt-Update. Wir wollen uns heute mal wieder den Goldpreis anschauen, denn er hat ja zumindest erst einmal dort long reagiert, wo er long reagieren sollte. Gucken wir uns die Situation mal an. Wir hatten ja diese markante abwärtsgerichtete Trendlinie ins Spiel gebracht und ich hatte das letzte Mal gesagt, ja, für so einen kurzfristigen bullischen Move kann sie gut sein, ja, sie kann vielleicht kurzzeitig stabilisieren, vor allem auch in kleinen Timeframes, also H1, H4 konnte man das auch erkennen, schauen wir uns gleich an. Aber wer jetzt vielleicht davon ausgeht, dass der Kurs jetzt sofort irgendwie weiter in Richtung Norden rast und hier diese Trendlinie beispielsweise auch überwinden kann, also jetzt irgendwie so ein Szenario, der sei vielleicht gewarnt, aus zwei Gründen. Punkt 1, wir hatten ja gesagt, die nächste wirklich für uns wichtige Unterstützung ist für uns der Spike hier, also oder beziehungsweise diese Unterstützungs Pufferzone zwischen diesen 1176 und Dollar und 46, beziehungsweise hier diesen Spike bei ungefähr 1191,40. So, und ihr seht schon, dieser Bereich wurde eben noch nicht ganz genau tangiert. Und eine zweite Sache, diese Kerze damals, die hat auch unter diesen Spike geschlossen. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass wir doch nochmal hier weiter in Richtung Süden wandern. Wenigstens noch einmal hier diese 1176,46 testen und dann müssen wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, wir erinnern uns mal an British Pfund US-Dollar heute Morgen, da hatte ich schon gesagt, naja, so ein bisschen sieht das aus, als würde er einfach nur den Eröffnungskurs der Vorwoche testen. Und genau danach sieht es ja auch im Gold aktuell aus. Ja, wir sehen das mal, ich kann meine horizontale Trendlinie hier reinlegen, sehen wir schon, also wirklich punktgenau abgeholt, diesen Eröffnungskurs. Und wenn er hier drunter bleibt, gehe ich schon davon aus, dass wir hier weiter in Richtung Süden fallen. Aber ich hatte es gesagt, wir gucken mal fix in den H4-Chart hinein. Und da sehen wir schon, die Dreiecksformation hat es hier komplett aufgelöst, der Kurs sofort hier in Richtung Norden gerast und dieses primäre Kursziel dieser großen Dreiecksformation, das ist auch bereits erreicht worden. Zweite Sache, die mich hier als Goldbulle ein bisschen nervös machen würde, ist, dass er zwar hier diesen weichen Widerstand überwinden konnte, aber der nahe beziehungsweise der nächste harte Widerstand bei ungefähr 12,34 Dollar oder rund 12,35 Dollar, der lauert hier schon. Also hier muss man auf jeden Fall aktuell sehr, sehr aufmerksam werden, meiner Meinung nach. Und sobald er hier wieder unter diesen Unterstützungsbereich fällt, per H4-Schlusskurs, beziehungsweise per Daily-Schlusskurs unter diese Unterstützung bei 12,25,30, wäre ich hier sehr, sehr zurückhaltend, was neue oder frische Long-Positionierung angeht und würde auch sagen, naja, hier nehme ich mal Gewinne mit von einem etwaigen Long Setup und den Rest sichere ich zum Beispiel ab. Ja, da kann man ja Teilgewinne machen, man kann hedgen, man kann komplett schließen oder man kombiniert so ein bisschen was. Ja, also da gibt es ja vielfältigste Möglichkeiten. Leider, leider muss ich auch dazu sagen, wir hatten hier ein Short-Setup geplant in meinem Signaldienst bzw. im Forex Signal Service. Maßgeblich dafür war der H4-Schlusskurs unter diesem Widerstand, ja, unter diesem Formationshoch. Das hat er auch geschafft, aber die nächste Kerze hat dann ganz knapp wieder darüber geschlossen, ja, und somit war das Setup schon wieder erledigt. Ich meine, ist kein Drama, ja. Dafür haben wir unsere Ausschlusskriterien, dass wir quasi nicht immer in den Stop-Loss laufen und dementsprechend ein sehr, sehr kleiner Verlust bloß entsteht und unsere Gewinner-Setups dementsprechend alles wieder rausholen, sehr, sehr locker. So, und genau das war wieder hier der Fall. Also er hat es dann ganz knapp überwunden, Ausschlusskriterium fertig aus und damit hat sich der Short erledigt. Aber ein schönes, schnelles Long-Setup, was sich hier ergeben hatte, war im Zuge dieses Ausbruchs über diese bullische Flagge. Der Kurs kam drüber, hat das Ganze getestet, gleichzeitig auch diesen horizontalen Unterstützungsbereich getestet. Also was will man mehr? Und dann ging das hier in Richtung Norden weiter. Und was ich hier dazu sagen muss, ich weiß ja, es gibt immer wieder Ausbruchstrader, die das total klasse finden, sich hier über solche Ausbrüche oder unter solche Ausbrüche zu positionieren. Ist ja nicht so mein Ding, das wissen alle, die schon länger meinen Analysen folgen. Und also wenn ich einen Ausbruch trade, dann ist es entweder, dass ich mich vor dem eigentlichen Ausbruch positioniere, also wie hier an der Unterseite so eine Formation, oder wenn der Kurs zum Beispiel bloß so ein ganz kleines Stück hier oben ausbricht, ja, dass man irgendwie noch einen Bezugspunkt für den Stop-Loss hat, dass das Chance-Risiko-Verhältnis noch hinhaut. Und
Wenn ich so einen Ausbruch hier sehe, da habe ich nach meiner Strategie einfach keine, oder nach meiner Herangehensweise einfach keine Chance mehr, hier in die Sache einzusteigen. Deswegen lieber davor oder im Zuge des Retests, beziehungsweise wenn der Ausbruch nicht ganz so weit nach oben hin erfolgt. So viel einmal zu den groben Parametern. Ja, die komplette Analyse könnt ihr euch natürlich wie immer auf meiner Website anschauen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen: Tschüss, bis bald, macht euch noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns dann morgen im Forex Morning Statement wieder. Bis dahin, alles Gute, tschüss, euer Peter.